Ja, damit herzlich willkommen zu einem etwas anderen Video zu Railroads Online, denn es ist einiges Spannendes passiert auf dem Discord-Server, den offiziellen von Railroads Online. Und zwar leider ist es was Trauriges, was passiert ist, denn 6 Leute aus dem Team treten zurück bzw. verlassen das Team und ich denke, das ist kein sehr gutes Omen. Wir gehen jetzt mal jeden von den 6 durch und zeige euch, wer das ist und was meine Gedanken zu dem Ganzen ist. Und dann schauen wir mal weiter. Der erste, der angekündigt hatte, dass er geht, ist der Mike Lee und der hat gesagt, dass er Grund auf Ereignis im echten Leben in Referenz auf den Job gehen muss und jetzt nicht mehr den Head-Mode macht. Okay, am 5. kam dann Heiß, unser toller Community-Manager, und hat ein Video gepostet auf seinem Kanal, dass er ebenfalls gehen wird, weil er de facto keine Zeit mehr hat und auch im Discord-Server de facto nicht mehr anwesend war. Also ich habe ihn da immer wieder gesehen, also ich finde das ein bisschen komisch, aber auch er geht da zurück und das Traurige bei ihm ist, er hat ein paar sehr tolle Soundfiles für die Modelle bereitgestellt gehabt und jetzt haben wir da unseren Sound-Engineer, wie man so möchte, verloren. Komisch, 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 dass er jetzt zurücktritt, vor allem nach auf YouTube so viele Videos dazu gemacht hat, auch im Let's Play. Einfach mal gehen. Das glaube ich ist schon mal ein Omen, dass hier irgendwas nicht passt. Gerade direkt danach hat dann Wings und Strings geschrieben, ich übersetze es gerade aus dem Englischen ins Deutsche. Wie Heiß bereits gesagt hatte, werde ich auch das RO-Entwicklungsteam verlassen. Die überwältige Unterstützung für meine Arbeit hier hat mir viel bedeutet, aber ich habe das Gefühl, dass meine Arbeit am meisten Wirkung zeigt und geschätzt wird, wenn ich mich anderen Projekten zuwende. Heiß und ich werden weiterhin zusammenarbeiten, um als Burnham and Run Musik zu machen. Auch wenn wir das nicht mehr für RO machen, sondern für uns selbst tun werden, werden wir weiterhin Klänge in Lächeln verwandeln. Ich hoffe, dass die Erfahrungen und Freundschaften, die ich hier gemacht habe, mich und andere weiter in die Welt der Spielentwicklung und der Soundtrack-Erstellung führen werden, denn ich habe gelernt, wie man 3D-Charaktere im Blender modelliert und um mich in diesem Bereich besser zu etablieren. Vielleicht wird sich unsere gemeinsame Wertschätzung für Musik und Eisenbahn eines Tages auf eine neue Weise manifestieren. Aber für den Moment danke ich dir und pass auf dich auf. Heiß, du bist einer der echtesten Mofos, die ich kenne. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Wow, also allein schon die Aussage, dass man in anderen Projekten besser wertgeschätzt wird oder da eher aufblühen kann, auch kein gutes Omen. Und ja, wie gesagt, er hat nicht nur die Musik gemacht, er hat ein, zwei Modelle auch gemacht und dann mitgeholfen. Das ist eine harte Aussage. Ui, ui, ui. Dann haben wir noch keinen mehr für einen Soundtrack hier, so wie ich das sehe. Autsch. Direkt im Anschluss, de facto eine Minute nach dem letzten Post, hat auch Glock geschrieben, dass er geht, aka Kai, und er sagt, ich trete nach Heiß ebenfalls zurück, aber in einem gewissen Umfang. Ich habe einen neuen Job drauf, muss ich mich jetzt konzentrieren. Ihr werdet vielleicht ab und zu ein neues Modell von mir sehen, aber jetzt muss ich mich auf mein Leben konzentrieren. Ich möchte, dass ihr alle wisst, dass die Tatsache, dass ihr alle gern meine Dinge benutzt und sehen wollt, was ich in der Mache habe, für mich die Welt bedeutet, dass die Leute mögen, was ich mache. Ich werde nur weniger aktiv sein, aber nicht ganz verschwinden. Ich werde in der Nähe sein, aber nicht in dem Maße, wie ich es mir wünsche. Oha. Also, wenn wir weniger neue 3D-Modelle kriegen. Und er hat ein paar richtig schöne Sachen gemacht. Also haben wir da unseren Lead-Model-Creator eigentlich fast verloren. Mal schauen. Also das klingt jetzt zwar schön, dass er jetzt ein bisschen zurücktritt, aber meistens gehen solche Sachen in Richtung mit, ich bin ganz weg oder wir sind vielleicht in einem Jahr nochmal was. Schade. Halbe Stunde später kam die Wakeman mit einem Post, dass er ebenfalls gehen wird und der war da schon ein bisschen konkreter mit der Aussage. Übersetzt ins Deutsche, das Leben ist auch für mich etwas stressiger geworden und obwohl ich in der Lage war, ein paar nette Beiträge zu RO zu leisten, habe ich das Gefühl, dass meine Fähigkeiten anderswo besser eingesetzt werden könnten, wenn die Entwicklung von RO so weitergeht. Danke für euer Verständnis. Und das glaube ich schon ein bisschen so ein Hint, dass wir hier Stress haben. Also irgendwas hat es da im Entwicklerteam gegeben oder der Hauptentwickler hat vielleicht Ansichten, die den anderen nicht gefallen, so wie er das Team führt etc. oder sei es Sachen mit der Beteiligung. Es sind nur Mutmaßungen, aber das ist für mich der weitere Indiz, dass hier Probleme im Team hat. Kleiner Edit an dieser Stelle, denn kurz bevor ich das Video veröffentlichen wollte, kam leider die Nummer 7 hinzu. Und zwar ist es Tutor of the Desert und er schreibt folgendes. Wie auch die anderen hier machen die Lebensumstände die Zeit, die ich mit der Arbeit an RO-bezogenen Projekten verbringen kann, härter denn je. Während ich hoffe, dass alle weiterhin Spaß an den Cookies, die Logs sind da gemeint, haben und sie hoffentlich gut behandeln und zu sehen, wie alle meine Freunde ihre Moguls zum Entgleisen bringen,
muss ich mich auf das College konzentrieren, das in meinem Rückspiegel schon beängstigend nahe ist. Ich möchte mich bei allen hier und im Team für die wunderbare Zusammenarbeit im letzten Jahr bedanken. Es war eine Reise, die ich um nichts in der Welt missen möchte. Vielleicht werde ich in ein paar Kreisen noch da sein, aber jetzt muss ich mich verabschieden. Es war wirklich schön mit euch, habt euch lieb und haltet an euren Fußabdrücken fest. Sehr interessant. Jetzt weiter im Originalvideo. Der letzte im Bunde ist dann Amagon, der hat dann heute kurz nach 12 geschrieben. Hallo zusammen, ich fand es toll, wie dieses Spiel in den letzten zwei Jahren gewachsen ist und sich entwickelt hat. Ohne dieses Spiel hätte ich meine Fähigkeiten als Grafikdesigner sicherlich nicht verfeinert. Allerdings stehe ich kurz vor dem Abschluss meines Studiums. Die akademische Laufbahn erlaubt es mir nicht mehr, in dieser Funktion an dem Spiel zu arbeiten. Ich bleibe mit Heiß und den anderen auf den Laufenden, vielleicht tauche ich ja wieder auf eurem Radar auf. Aber das ist im Moment noch ungewiss. Danke für dein Verständnis, also euer Verständnis. Hier ist Amagon und ich melde mich ab. Ja, das waren alle Leute, die jetzt das Team de facto verlassen haben und nicht mehr aktiv am Spiel arbeiten. Ich habe jetzt die Befürchtung, also ein Szenario, wo ich Angst habe, dass es passieren kann, ist, dass das gleiche passiert wie mit American Railroads, dem Vorgängerspiel zu Railroads Online, das de facto die Entwicklung angehalten wird und dann geht es nicht mehr weiter. Dann bleibt das Spiel so, wie es ist, de facto unfertig. Das wäre ziemlich krass, wenn das passiert. Ich hoffe es mal nicht. Und nicht, dass das dann irgendwie so ein Rugpull ist, wo sie gesagt haben, ja, jetzt haben wir unser Geld gemacht und tschüss, machen wir das nächste. Das zweite, was nur sein kann, ist, dass die Entwicklung jetzt de facto ganz langsam vorangeht, nachdem da die großen Leute jetzt weg sind. Sprich, mit den neuen Spline-Ups, jetzt Performance-Optimierungen, wenn dann natürlich die Entwickler nicht da sind und man erst wieder neue braucht, war das auch keinen schnellen Fortschritt bei dem Ganzen. Andererseits kann es natürlich sein, dass er entsprechend schon Backup hat oder Ersatz. Dafür habe ich zu wenig Insight in das Team. Aber mich würde es vor allem von euch mal interessieren, was ihr davon haltet, dass jetzt da die 6 Leute gegangen sind, was vielleicht eure Theorien sind und auf was ihr hofft. Das war's mit mir. Ich dachte, ich sage euch das, was da abgegangen ist heute und gestern, denn er ist nicht normal in so einem Entwicklerteam. Also, bis denn dann. Ich bin draußen.